Thomas Rüfenacht war es, der mit seinem Overtime-Tor die Berner Niederlagenserie beendet hat. Und heute möchten die Berner gleich die nächste Serie abreißen lassen. 5 Heimniederlagen in Folge gab es zuletzt gegen Zug. Die allgemeine Richtung zu Spielbeginn stimmt schon mal aus Berner Sicht. Bodenmann mit einer ersten Möglichkeit. Dann der SCB in Überzahl, das Powerplay nicht ganz überzeugend, aber hier Zug zu optimistisch und wieder Bodenmann. Tobias Stefan pariert nicht ohne Probleme. Der SCB mit dem deutlich besseren Start als die Gäste aus Zug. Die hatten bis jetzt noch gar keine Chance. Hier versucht Marcini eine zu kreieren. Was sage ich? Chance! Ein Tor macht er! Zug nach 6 Minuten aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Perfektes Timing von Marcini, Torhüter Stepanek sah nichts. Es ist weiterhin vor allem der SCB, der spielt. Derek Roy hält sich an der Scheibe, findet Beat Gerber, der Ausgleich. 10 Minuten gespielt, der Ausgleich verdient. Denn Bern war bis hier besser und ist es auch weiterhin. Untersander, der Abpraller landet bei Pascal Berger und Bern führt mit 2:1. Das Tor 23 Sekunden vor der Pause. Über das Gesicht von Lars Leuenberger huscht nach 20 Minuten der Anflug eines Lächelns. Und das dürfte im Mitteldrittel noch ein wenig Bestand haben. Die Gastgeber können an die ersten 20 Minuten anknüpfen. Helbling mit der Chance auf die 2-Tore-Führung. Es geht weiter in dieselbe Richtung mit Reichert. Reichert Schuss prallt ab, Untersander und der ist drin. Doch das schauen wir uns noch mal an, sagt Schiedsrichter Wiegand. Wie hoch war Untersanders Stock, das ist die Frage. Zu hoch, wie man hier sieht, das Tor zählt nicht. Danach kochen die Emotionen hoch. Lammer fault plus nicht nur, es gibt auch noch Nachschlag. Der SCB daraufhin in Überzahl, aber Zug mit der Riesenmöglichkeit. Holden rammt Torhüter Stepanek. Und der bleibt nach dieser Attacke benommen liegen. Ersatz Janik Schwendener macht sich schon mal bereit. Doch Stepanek beißt auf die Zähne und spielt weiter. Holden wegen Torhüterbehinderung auf der Strafbank. Bern über anderthalb Minuten in doppelter Überzahl. Die verstreicht ungenutzt. Doch dann bei 5 gegen 4. Moser verstolpert alleine vor dem Tor. Die Emotionen haben aber auch Zug ins Spiel gebracht. Bürgler, Holden 2:2. Zug gleicht aus. Holden dieses Mal nicht wie ein Elefant im Porzellanladen, sondern eher wie eine Katze auf Pirsch. Schleicht sich vors Tor und kommt alleine zum Abschluss. Und Zug könnte anschließend in Überzahl gar in Führung gehen. Immonen an den Pfosten. Ein hochattraktives Spiel in den ersten 2 Dritteln. Pascal Berger zu Bodenmann. Die letzte große Chance vor der Pause. 2:2 nach 40 Minuten. Es ist auch im Schlussdrittel deutlich zu spüren, dass der SCB dieses Spiel gewinnen will. Krüger mit dem Volley knapp am Tor vorbei. Wieder der SCB mit Rüfenacht, Scherwe, Roy und Tor. Etwas Pech auch für Tobias Stefan. 3:2 nach knapp 3 Minuten im Schlussdrittel. Und Stefan bleibt im Brennpunkt des Geschehens. Rüfenacht, Scherwe, den macht er nicht. Die Selbstkritik folgt auf dem Fuß. Bern drückt auf das 4. Tor. Konecke, Helbling. Und da ist das 4:2 für den SC Bern. Gut 10 Minuten vor Schluss.
Doch gelaufen ist dieses Spiel noch nicht. Auch Zug kommt im Schlussdrittel zu Chancen. Schlumpf mit dem Weitschuss, blockiert von Stepanek. Das Ende des Spiels naht und damit auch das Ende der SCB-Heimniederlagenserie gegen Zug. Bern mit Pascal Berger und Konecker. Doch kein Tor. Die letzten 10 Sekunden, Zug ohne Torhüter, Bern noch einmal unter Druck. Doch dann Untersander trifft in der letzten Sekunde zum 5:2. Und dann wird in Bern gefeiert, als wäre man Meister geworden. Die Erleichterung bei Spielern, Publikum und Trainer riesig. Zum ersten Mal seit 12 Spielen holt Bern wieder 3 Punkte. Schauen Sie in das Gesicht von Tristan Gervais, so sieht ein zufriedener Eishockeyspieler aus.